Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Dead Space Remake angekommen. Mittlerweile in Kapitel Nummer 6 holen wir uns 100% von den Sachen, die möglich sind. Sprich, wir holen uns alle Logfiles, wir holen uns alle Waffen-Upgrades, alle Upgrade-Knoten und so weiter und so fort. Wir sind direkt am Start vom Level und bekommen automatisch hier den ersten Anruf auf unsere Liste und damit unser erstes Logfile. Ganz wichtig, ganz zum Schluss wird es so sein, dass uns ein Logfile fehlt. Das liegt aber daran, dass sich zwei Logfiles gegenseitig ausschließen. Das bedeutet, wir können nur das eine oder das andere holen, je nachdem, was wir im Level machen. Das bedeutet, dass wir uns das fehlende Logfile dann im New Game Plus holen werden, um dann die Sache einfach anders zu machen. Und das ist auch für die Trophäe total irrelevant, weil wir brauchen 150 Logfiles, es gibt 188. Also ob dies eine da jetzt fehlt, das ist ganz egal. So eine Situation haben wir schon mal gehabt, da, dass wir uns entscheiden mussten zwischen wir machen die Sache zuerst, wir machen die Sache zuerst. Und genauso haben wir das hier auch wieder. So, wir sind nochmal zurück hier an der Stelle, wo das letzte Kapitel geendet ist, wo wir hier ja den Jäger eingefroren haben, und hier holen wir uns die Gewebeprobe. Wir sind also nochmal ganz kurz zurückgegangen, nehmen die Gewebeprobe und werden jetzt erstmal Nebenquest 3 hier erledigen. Das bedeutet, dass ihr Nebenquest 3 aktiv macht und dann einfach durchgehend dem gelben Marker folgt. Ich habe das natürlich hier jetzt nicht drin gelassen, weil das ist wirklich nur durch den Level durchlaufen. Hier ist der nächste Step, wo wir die Gewebeprobe scannen, die wir gerade aufgehoben haben. Und jetzt müssen wir nochmal Harris Bett auf der Intensivstation finden, und auch das machen wir. Und wenn wir an der Intensivstation sind und hier diese kleine Cutscene gesehen haben, hier in diesem, ja, in diesem übergroßen Reagenzglas, dann gehen wir wieder zurück zu unserer Hauptmission und folgen auch hier einfach wieder dann halt dem blauen Balken. Ne? Also einfach wieder dem blauen Balken folgen, weil das hätte das Video wirklich massiv in die Länge gezogen, wenn ich die ganzen Wege jetzt noch gezeigt hätte. Aber ihr seht es ja ganz mit dem wirklich fantastischen Wegfindesystem, wie ihr jetzt halt wieder zurückkommt zur Monorail-Wartung, was unser Ziel ist. Da sind wir jetzt auch schon angekommen. Ihr habt ganz kurz die Karte gesehen, wo wir hier sind. Und das ist also auch der normale Storyfahrt relativ, aber hier biegen wir ab in diesen Lagerraum. Ihr habt es gerade auf der Map gesehen, war die Map zu kurz, drückt da kurz Pause und guckt nochmal ganz genau, wo das Ganze ist. Hier der Monorail-Lagerraum, Stufe 2, notwendig, um da reinzukommen. Und dann können wir hier den Knoten rausnehmen. So, von hier aus gibt es den nächsten Cut, und zwar auch hier Monorail-Station, Hydrostation. Aber das ist wieder automatisch, dieses Logfile. Das bedeutet, euch führt auch die Story hier lang. Das bedeutet, ihr braucht gar nicht zu suchen, welche Stelle das genau ist, sondern die Story führt euch hier lang. Und dann kommt hier automatisch im Gang schon das Logfile. Arbeitsplatz suchen, da haben wir es. Und jetzt von hier aus geht es weiter direkt zum nächsten Stück. So, hier ist unser Anruf. Wir gehen schön brav geradeaus weiter. Ihr wisst genau, an welcher Stelle wir sind, aufgrund des Anrufes alleine. Da, ups, die Kohle noch mitnehmen. Da sehen wir Hydrostation, Monorail, und kommen hier in diesen Wartebereich rein, den wir ganz am Anfang kennen, wo die Monorail rumsteht an der Seite. Und hier auf der Wartebank liegt das Logfile herum. So, auch hier wieder automatisch, deswegen keine Map. Enzyme werden synthetisiert. Genau, richtig. Wenn wir das machen, bekommen wir automatisch anschließend das Logfile. Also auch hier Storyfahrt. Nichts für euch zu suchen. Aber hier kommen noch ein paar knifflige Sachen, wirklich, die man schwer findet. Hier, der Anfang ist jetzt noch relativ easy peasy, aber wird schon relativ komplex dann noch werden. So, da ist der Live-Audio-Anruf zum Lebensmittellager an dieser Stelle. Und jetzt setzen wir wieder einen kleinen Schnitt. Kommen aber auch hier automatisch der Leviathan, diesen Videoanruf, den wir hier bekommen. Ne? Das ist also auch ganz automatisch Story-Folgen der Leviathan erhalten. Ich habe das jetzt nur gemacht, damit ihr ungefähr auch wisst, wo wir genau sind. Und jetzt finden wir Waffen-Upgrade Nummer 9. Ihr seht, wir sind bei der Flusssteuerung. Ne? Hier sind diese Giftdinger, wo man so durchrennen muss. Und wir gehen in den ersten Raum gleich rein. Gleich hier in den ersten Raum. Gut, da kriege ich diese Giftlache ab. Und, na komm, Mensch, lass den armen Isaac leben. Und da haben wir das Waffen-Upgrade. Also direkt dort, wo diese drei, ja, Giftdinger sind, die euch versuchen, da den Gar auszumachen. So. Anbaukammer West. Hier finden wir jetzt die Energiekanone. Ne? Dieser große Raum, hier haben wir eine ganze Menge gekämpft. Hier gab es relativ viel zu tun. Hier gibt es auch noch viel zu tun, keine Sorge, das wird nicht langweilig. Dann haben wir hier Setzlinge West. Sicherheitsfreigabe 2 erforderlich.
und gehen direkt geradeaus auf die Waffe drauf zu. Und von hier aus gehen wir gleich zum nächsten Logfile. Jetzt haben wir erstmal alle Waffen beisammen. Das bedeutet, die Trophäe sollte bei euch an dieser Stelle auch kommen. So, und jetzt holen wir das nächste Logbuch. Das bedeutet, wir sind also hier reingekommen an dieser Stelle. Hier ganz kurz nochmal auf der Karte, der große Raum. Gehen zu dieser Seite raus und rennen dann fast geradeaus direkt hier auf dieses kleine Terminal drauf zu. Und da ist Cross Logbuch 02 drin. Und von hier aus zum Glück auch wieder gleich direkt weiter. Wir sollen Keucher 01 injizieren, das Enzym verwenden. Setzlinge West B haben wir hier direkt vor der Nase stehen. So, und erstmal drauf schießen. Erstmal drauf schießen. Nicht injizieren. Nicht injizieren, sondern drauf schießen. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst bekommt ihr das Logfile nicht, ne? So. Da kriegen wir jetzt den Hinweis, hey, drauf schießen, das geht nicht, musste injizieren. Ach, so funktioniert das. Also deswegen, erst auf den Keucher schießen, dann kommt automatisch das Logfile. Jacob und Nicole ist ganz genauso ein automatisches Logfile innerhalb der Story. Sobald wir da den Raum verlassen haben, wieder zurück sind in dem großen Raum, dann nutzen wir den Fahrstuhl, fahren damit in die dritte Etage. Auch das ist Story, dass wir hier hoch müssen. Die dritte ist auch extra grün markiert. Und dann kommen wir hier in das Büro rein. Hier oben in das Büro. Hier sehen wir schon wieder den nächsten, wie nennen sie ihn? Keucher 02. Und hier liegt auf der anderen Seite da das Logfile herum. So, nicht da, sondern neben, Mensch. So, Wucherung, Logfile 91. Also direkt in dem Büro, wo ihr sowieso rein müsst. So, dann gehen wir zum Kälteturm. Zum Kälteturm haben direkt hier einen Store. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen, wann immer ihr lustig seid. Nur wir kommen hier halt ein paar Schritte weiter, kommen wir hier direkt dran vorbei am Store. Und da kaufe ich gleich das Upgrade für die Energiekanone. Ich kaufe die ganzen Upgrades schon. Ich spiele hier momentan den Durchgang eigentlich mit dem Plasma-Cutter solo, mit nichts anderem. Aber wir nehmen ja alles mit und dann kaufen wir uns natürlich auch gleich die entsprechenden Upgrades. So, weiter geht's zum Kälteturm. Ihr seht wieder auf der Map, wo wir sind. Wir sollen Keucher 03 injizieren. Befinden uns hier vor dieser Tür. Hier geht es zum Kälteturm hinein. Und rennen direkt geradeaus drauf zu auf Knoten Nummer 23. So, wir folgen wieder der Story, kriegen automatisch ein weiteres Logfile. Hier ganz kurz der Blick auf die Karte. Ah, ist ja gut, ein bisschen ängstlich. Ich dachte, hier wäre was. Aber dass ich brauche Hilfe, war schon hier zwischendurch. Habt ihr gesehen, sie hat ja mit mir gelabert, während ich den Kanister in der Hand hatte. Damit kommen wir zum nächsten automatischen. Also weiter folgt ihr ganz normal weiter der Story. Das ist immer ganz gut, finde ich, für euch. Dann wisst ihr, aha, ich habe jetzt Geister auf dem Monitor erhalten. Ab jetzt muss ich aufpassen. Weil jetzt zum Beispiel müsst ihr gleich aufpassen. In diesem Raum müssen wir diese ganzen hellgelb leuchtenden Knotenpunkte von den Wucherungen abschießen, um dann nämlich das Rig von Holt für Nebenmission 2 freizulegen. Immer wenn wir so Knoten wegschießen, dann wird ja so ein bisschen, ja, ein bisschen was freigelegt. Das sind hier drei Stellen, glaube ich, waren es, auf die ich schießen muss. Das wäre die zweite gewesen. Ich habe sie nicht drauf geschossen, aber... Und jetzt schießt er da nicht drauf, ey, kann nicht sein. Na, vielleicht hätte ich den Cutter wenden sollen, wäre vielleicht klug gewesen. Na gut, den gehen wir ein bisschen zurück. Oder habe ich, wie gesagt, ein bisschen dumm rumgesucht, habe ich nicht geschnitten, damit ihr halt auch nicht den Faden verliert, an welcher Stelle wir sind. Aber wie gesagt, einfach diese leuchtenden Knotenpunkte wegschießen und dann wird automatisch Holt zurück freigelegt. Jetzt haben wir den einen, den ich ja hier zum Anfang vergessen habe, drauf zu ballern. Da schießen wir jetzt nochmal drauf und dann ist der Weg frei zu Holt zurück für Nebenmission 2. So, da liegt er. So, dann kurz einen Moment später haben wir wieder hier so ein großes Vieh.
Das machen wir down und wie immer droppt das einen Knoten für uns. Das ist schon mal Punkt 1. Wir machen gleich hier direkt weiter. Wir sind also Fahrstuhl runtergefahren. Hier seht ihr das direkt. Wir sind wieder in der großen Haupthalle angekommen. Dann müssen wir hier hinten diese Maschine aktivieren. Weil wir hier die Schwerkraft aktivieren müssen. Und dazu gehen wir einmal gegenüber in den Raum rein. Und da kriegen wir schon mal die Bedienkarte, sage ich mal. So, da liegt sie auf dem Schreibtisch hier, Schlüsselkarte für Decksysteme. So. Da kommen wir raus, da lieber Goody. So, jetzt checken wir gegenüber die Schlüsselkarte rein. Da müssen wir aber noch Strom drauf machen. Seht ihr ja selber, das ganze Ding ist noch rot. Wir brauchen noch Strom. Und das finden wir links von uns. Finden wir das Stromaggregat. So, kurz die Karte reingesetzt. Jetzt hier links runter. Und dann hier in diesem Schaukasten sozusagen. Da ist das Stromaggregat. Das nehmen wir raus. Stecken wir rein. Schalten dann die Schwerkraft aus, um nach oben zu schweben und dort Logfile Nummer 3 zu holen. Also das ist eins von diesen Logfiles, was gut versteckt ist. Da werde ich auch noch ein bisschen herumballern gleich, aber ich wollte nicht, dass ihr die Orientierung verliert, deswegen habe ich da das Herumgeballere gleich mit drin gelassen. So, wir heben direkt ab, fliegen direkt nach oben, gehen nicht über los, ziehen keine 2000 Euro ein oder Credits, whatever. Und da ist unser Logfile. Wie gesagt, das war jetzt wirklich ein weiter Weg. Das hat jetzt viel, viel Zeit gekostet. Weil da ganz oben, ich wollte heute auf alle Fälle auch zeigen, wie man hier die Schwerkraft ausschaltet, wo die Schlüsselkarte ist, wo die Energie ist, um dann hier hochzuschweben und dann hier oben in der Anbaukammer Ost das Logfile, Cross-Logfile 03 mitzunehmen. So, dann werden wir hier von diesem dicken, fetten Arm gegriffen. Das ist Storylight. Ihr wisst genau, an welcher Stelle wir sind. Sobald wir von dem Arm gegriffen worden, also kommt gleich das Logfile. Wir sind auf dem Weg in die Tiere Keucher 07. Hier ist der Filterturm zum Luftfilterraum, zum Luftfilterturm. Und hier kommt automatisch die Konzernarschlöcher. Und wir gehen direkt weiter und haben direkt geradeaus Knoten Nummer 25. So, jetzt müssen wir zum Bauplan Nummer 8. Da müsst ihr schön aufpassen, genau wo ich lang fliege. Auch hier müssen wir nämlich wieder da oben einmal da, so, da durch diese gelbe Lücke durch. Dahinter habt ihr das Blauleuchten sehen. Da müssen wir dann die mit Stasis das Ding hier verlangsamen. So, und dann einmal oben drüber schweben. Dann habt ihr oben auch ein bisschen was zum Wegballern. Und dann werden wir gleich noch, bevor wir das zweite Ding ausschalten, werden wir hier den Bauplan für die Energiekanone finden. Ich gucke gerade noch wegen Gegnern, ist neben mir das Ding. Da. So, und da wo er ist, da ist auch, seht ihr schon leuchten, den Bauplan. So, damit kommen wir zur Logfile 96. Ihr seht, Filtrationsrohr Nummer 3 sind wir. Das ist, nachdem wir hier dieses Ganze, ja, durch diese Feuer hindurch mussten. Dann gibt es hier diesen kleinen Fahrstuhl, den wir nach oben fahren. Und dort im nächsten Raum finden wir das Handbuch. Das ist dann Logfile 96. Wenn wir hier oben gefahren sind, da hinten links der Raum. Da
befindet sich das Logfile und im selben Raum befindet sich auch Knoten 26 und damit seid ihr fertig für dieses Level, denn alles andere, was hinten dran kommt, es kommen noch eine ganze Menge Logfiles, ich glaube 5, 6, 7 Stück, die sind aber alle storyautomatisch. Da müsst ihr also nichts mehr aufsammeln, nichts mehr machen, nichts mehr tun, die kommen von ganz alleine, sodass zum Schluss halt ein offenes überbleibt, was man sich aufheben muss für das New Game Plus. Das war es von mir an dieser Stelle, ich hoffe, das kleine Video hat euch geholfen, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr freuen, ist auch immer ganz, ganz wichtig fürs Ranking. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr natürlich mit Lock aktiv auch kein weiteres neues Video. Ich wünsche euch weiter noch ganz viel Spaß mit Dead Space und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goody. Donnerwetter, wir könnten tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen.